Die Streifenwagen. Was ist denn heute los in Car City? Alle fahren überall umher. Sogar Matt und Frank machen mit. Hey Leute, was ist denn los? Oh, es ist eine Ölspur. Das könnte sehr gefährlich werden. Aber wo kommt sie her? Das solltet ihr vielleicht einmal untersuchen. Oh oh, eine rote Ampel. Matt wird noch rechtzeitig anhalten können, aber Frank sollte aufpassen, sonst rutscht er auf der Öllache aus. Aufgepasst, Frank! Alles in Ordnung, Frank? Naja, wenigstens hast du angehalten. Auch wenn du jetzt in die falsche Richtung guckst. Die Ampel ist jetzt grün, Frank. Du solltest besser umdrehen und Matt einholen. Was hast du gesehen, Frank? Oh, es ist Tyson, der Tanklastwagen. Und da tropft etwas aus seinem Tank. Wart mal einen Moment, Matt. Kannst du Franks Sirene hören? Das heißt wohl, du sollst umkehren und ihm folgen. Hey Tyson, kannst du die Sirene hinter dir hören? Das heißt, du sollst anhalten. Ach du liebe Güte, schaut so aus, als wäre es ganz schön schwer, bei all dem Öl überall anzuhalten. Es stimmt, Tyson, dein Tank verliert die ganze Zeit Öl. Dein Tank sollte wirklich repariert werden. Wir rufen besser Tom den Abschleppwagen. Großartig. Tom ist auf dem Weg, um zu helfen. Hier kommt Tom auch schon. Sieht so aus, als hätte Tom das Leck gefunden. Was hast du vor, Tom? Oh, das klingt, als hättest du eine Aufgabe, Matt. Du musst Kleber auf das Leck sprühen, Matt. Und dann das Metall darauf tun, okay? Großartig, ihr habt Tyson repariert. Ihr habt toll zusammengearbeitet, Jungs. Jetzt ist noch eine letzte Aufgabe zu erledigen. Wir müssen Car City säubern. Oh, gute Idee, Frank. Das wird nicht allzu lange dauern, wenn alle so gut zusammenarbeiten. Das habt ihr toll gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Der Streifenwagen. Ah, ein weiterer schöner Tag in Car City beginnt. Sieht so aus, als wären Matt und Frank heute ganz schön früh unterwegs. Warte mal, wieso liegt denn hier so viel Müll rum? Na, da wollen wir mal hoffen, dass nicht noch mehr Mülleimer überlaufen. Schauen wir mal beim nächsten Häuserblock nach. Ja, ihr habt recht, Jungs. Wir sollten später nochmal wiederkommen und schauen, ob der Müll entfernt wurde. Wow, hier ist ja noch mehr Müll. Scheint so, als gäbe es keine saubere Straße mehr in Car City. Sogar vom Krankenhaus liegt der Müll rum. Keine Sorge, Amber. Matt und Frank sind schon an dem Fall dran. Was? Das Krankenhaus wird geschlossen, bis der Müll entfernt wurde? Hey Jungs, Amber sagt, aus Sicherheitsgründen muss das Krankenhaus geschlossen bleiben, bis der Müll weggeräumt wurde. Guter Gedanke, Matt. Gary, das Müllauto, sollte den Müll hier in 0, nichts weggeräumt haben. Du denkst, Gary steckt hinter all dem, Amber? Dann solltet ihr ihn wirklich schnell finden, Jungs. Oh Mann, der Müll liegt überall. Ich hoffe, ihr findet Gary bald. Hey, hier ist Gary. Aber was macht er denn hier? Hast du die ganze Zeit gespielt, anstatt den Müll einzusammeln, Gary? Also, was ist hier los, Gary? Oh, du warst die ganze Nacht krank? Du hast recht, Matt. Hier ist die Hilfe von Amber gefragt. Hey, Amber. Matt und Frank haben Gary gefunden. Er ist wirklich krank. Kannst du zum Spielplatz kommen, jetzt gleich? Was denkst du, was mit ihm los ist, Amber? Er ist überarbeitet? Dann sollten wir ihn am besten abkühlen und auftanken, oder? Danke, Frank. Matt, du hast nicht zufälligerweise einen Reservekanister dabei? Sieht so aus, als würde es Gary besser gehen. Wow, jetzt bist du ganz wild darauf, die Mülltonnen zu leeren, was, Gary? Vielleicht solltest du beim Krankenhaus anfangen. Amber musste es aus Sicherheitsgründen schließen, wegen dem ganzen Unrat, der davor herumlag. Super! Sieht so aus, als wäre Car City bald wieder sauber. Gute Arbeit alle zusammen!
Hallo Troy, ist heute nicht ein wundervoller Tag? Hast ja noch ein ganzes Stück vor dir bis zur nächsten Station, Troy. Wow, siehst du das, Troy? Troy, geh in die Eisen! Da ist Gefahr im Verzug! Du musst stärker bremsen, Troy! Mit aller Kraft! Oh, gut, Troy. Das war wirklich knapp. Was ist denn los, Troy? Machst du dir wegen irgendetwas Sorgen? Oh, du musst die nächste Station unbedingt heute noch erreichen, weil du Material für Tom dabei hast? Keine Sorge. Ich hole Matt das Polizeiauto und Frank den Feuerwehrwagen. Die helfen dir aus diesem Schlamassel sicher heraus. Hey Matt, hey Frank. Troy, der Zug braucht eure Hilfe. Ihr müsst sofort mitkommen. Folgt mir. Da! Könnt ihr Troy schon sehen? Hey Troy! Frank und Matt sind hier, um dir zu helfen. Also, was machen wir jetzt wegen diesem Felsen? Troy muss ganz dringend zum nächsten Bahnhof. Dieser Felsen ist viel zu schwer für dich, Matt. Oh, Frank, ich denke mal auch, für dich ist der Felsen zu schwer. Was hast du vor, Matt? Oh, die Baustelle ist ein wenig weiter die Strecke runter. Dort finden wir bestimmt Hilfe. Also rollen wir den Felsen jetzt bis zur Baustelle? Irgendwelche Ideen, Jungs? Was ist das, Matt? Was hast du mit dieser Decke vor? Gute Idee, Matt. Wir benutzen die Decke und die Stahlseile, um den Felsen zu ziehen. Fantastisch! Kommt schon, Jungs, wir haben es fast geschafft. Da sind wir auch schon. Hier ist die Baustelle. Hey, das ist Charlie, der Kran. Fragen wir ihn. Hey Charlie, hier drüben. Frank und Matt und Troy brauchen deine Hilfe. Dieser Felsen versperrt Troy den Weg. Kannst du uns helfen? Wow, Charlie, du bist echt stark. Gut gemacht. Jetzt ist der Weg frei, Freunde. Vielen Dank für deine Hilfe, Charlie. Troy, jetzt solltest du dich besser ranhalten.
Tschüss. Tolle Arbeit, Matt. Tolle Arbeit, Frank. Und natürlich tolle Arbeit, Charlie. Ohne dich hätten wir das nie geschafft. Tschüss, Matt. Tschüss, Frank. Bis zum nächsten Mal. Die Streifenwagen. Guten Morgen, Matt. Wie geht's dir heute? Du hast Geburtstag? Wirst du Streife fahren? Vielleicht solltest du erst mal dein Licht reparieren lassen. Es ist schon eine ganze Weile kaputt. Frank hat vielleicht eins übrig, das er dir erst mal leihen kann. Hier sind wir auch schon an der Feuerwache. Oh, schau, da ist Frank. Ach du liebe Güte, Frank kann Matt sein Licht nicht leihen, er hat es verloren. Und sein Ersatzlicht ist kaputt. Was für ein Zufall. Hey Matt, Amber, der Krankenwagen, hat vielleicht ein Ersatzlicht. Oder vielleicht leiht sie dir ja auch Iris. Oh, das ist aber nett. Frank will dich begleiten. Großartig, da ist Amber. Und sie hat ein Licht. Und hier sind Matt und Frank. Aber warum sieht Frank so besorgt aus? Matts Licht ist kaputt und er braucht eines, um auf Streife zu fahren. Vielleicht, weil er heute Geburtstag hat, könnte er deins leihen, Amber? Wow, Amber ist gerade sehr in Eile. Ich denke mal, sie braucht ihr Licht, wenn sie zu einem Notfall muss. Wie sieht's aus mit Tom? Sollen wir ihn besuchen? Er hat bestimmt ein Ersatzlicht irgendwo in seiner Werkstatt. Frank hat recht. Ihr solltet euch aufteilen, wenn ihr nach einem Ersatzlicht Ausschau haltet. Und ihr trefft euch einfach mittags wieder an der Polizeistation. Hey Tom, Matt braucht ein neues Licht. Hast du eines? Was? Du hast überhaupt keine Ersatzlichter? Das ist aber seltsam. Auch Tom scheint es sehr eilig zu haben, wie irgendwie jeder heute in Car City. Oh, armer Matt. Komm schon. Du hast immer noch ein bisschen Zeit, bevor du dich mit Frank treffen sollst. Wir schauen einfach nochmal in der Stadt. Vielleicht hat irgendjemand ein Ersatzlicht. Die Uhr sagt, es ist fast Mittag. Du solltest zurück zur Polizeistation fahren, um Frank zu treffen. Vielleicht hat er ja eine gute Nachricht für dich. Das ist seltsam. Frank ist nicht da. Wo sind denn heute alle? Oh, es ist eine Überraschungsparty. Deshalb waren alle so in Eile. Und schau dir all diese Lichter an. Nur das Geburtstagskind hat keines. Einen Moment. Es sieht so aus, als hätten deine Freunde ein Geschenk für dich, Matt. Aber was könnte es sein? Es ist ein neues Licht. Herzlichen Glückwunsch, Matt.